Ja, hallihallo, liebe Leute, hier ist Dietmar vom Motortest.de. Willkommen zum Vlog Nummer 2. Heute fahren wir mal mit meiner Tiger Sport 1050, mit der bin ich lange nicht mehr gefahren, ist mir gerade aufgefallen. Ist immer ganz komisch, die ersten paar Meter sind immer so ein bisschen merkwürdig, als ob sie irgendwie nicht genug Luft hätte oder so, aber das ist, glaube ich, einfach nur die Umgewöhnung. Ja, worum geht's in diesem Vlog heute? Es geht um das Thema PS-Wahn. Wie viel Leistung braucht ein Motorrad? Provokante Frage, oder? Bevor ich auf das Thema zu sprechen komme, möchte ich noch mal kurz einen Satz sagen zum letzten Vlog. Das erste Mal, das war ja unser erster Vlog, habe ich halt das Thema Motorradzeitschriften angesprochen. Sind die noch zeitgemäß? Und also A, gab es da sehr, sehr positives Feedback. Es gab auch wilde Diskussionen zwischen euch, fand ich ganz gut. Pro und Contra, Printpresse. Und ja, ich habe auch zeitgleich mit dem Online-Stellen dieses ersten Vlogs halt euch gefragt, ob ihr das überhaupt gut findet, dieses Format, ob das zu uns passt. Ich war mir da nicht ganz sicher, ob so ein Vlog irgendwie für uns überhaupt was sein könnte, aber eure Antworten waren doch sehr eindeutig. Ich glaube, über 50% haben gesagt, ja, total geil, fahr rum, erzähl irgendwas, bringt total Spaß, wir möchten gerne mitdiskutieren. Und 25% haben irgendwie gesagt, ja, kannst du machen. Und irgendwie waren, ich glaube, nur 8% oder so, fanden das, glaube ich, nicht so doll. Also, die überwiegende Mehrheit findet das gut. Insofern, Vlog Nummer 2, heute bei Orkanböen. Guckt euch das mal, ich halt mal an, damit ihr das mal sehen könnt. Hier. Guckt das mal an. Hier sind wirklich, ich habe einen Seitenwind hier. Ich werde hier gleich runtergefegt vom Bike. Aber ich hoffe, das geht trotzdem von der Lautstärke her. Ja, also, wie schon beim ersten Vlog, hier auch heute beim zweiten Vlog, fühlt euch bitte eingeladen, diskutiert mit, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Thema ist ja PS-Wahn, wie viel PS oder wie viel Leistung braucht ein Motorrad. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen beleuchten. Das ist natürlich ein sehr subjektives Thema. Damit fängt es schon mal an. Ich glaube, man kann das gar nicht, ja, wie soll ich sagen, man kann das gar nicht absolut betrachten. Da wird jeder seine eigene Meinung haben. So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch sicherlich das Bedürfnis nach Leistung. Es gibt halt Leute, die finden das total cool, wenn sie 200 PS unterm Hintern haben. Und es gibt genauso auch Leute, die sagen, mehr als 27 PS will ich gar nicht haben. Also das ist schon mal der erste Punkt, dass das halt eine sehr individuelle Angelegenheit ist, über die man halt streiten kann. Der zweite Punkt, der ist, glaube ich, genauso wichtig, ist sicherlich auch die Frage, ja, wovon redest du denn jetzt eigentlich? Von welchem Einsatzzweck redest du? Redest du von der Rennstrecke oder redest du von der Tour oder von der Fahrt zum Eiscafé? Das ist sicherlich auch ganz wichtig bei dieser Frage zu beachten, denn natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt auf der Renne bin oder jetzt, so wie ich jetzt hier mit euch ein bisschen durch die Gegend fahre. Also hier brauche ich jetzt keine Leistung, im Gegenteil, ich will jetzt auch nicht so schnell fahren, damit man mich gut verstehen kann. Hier würde jetzt auch meine alte Honda XL 500 reichen mit 27 PS. Aber auf der Renne sieht das schon mal natürlich wieder ganz anders aus. So, und ja, ich dieses Thema ist übrigens nicht meine Idee, das hat ein User vorgeschlagen beim letzten Vlog, der hat gesagt, das wäre doch mal gut, wenn wir darüber mal ein bisschen quatschen könnten. Und vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, wie viel PS ihr für euch am passendsten findet. Oder wo ihr euch am wohlsten fühlt. Es gibt übrigens noch neben diesen zwei eben genannten Parametern, also Einsatzzweck und Fahrertyp, noch einen dritten Punkt, den ich dabei wichtig finde. Und zwar was ganz Einfaches, Pragmatisches. Wie schwer ist denn die Maschine eigentlich, von der wir hier reden? Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt ein Eisenschwein habe, irgendwie eine alte Harley oder wie sowas mit 400 Kilogramm. Ja, da werde ich mit 50 PS nicht so fürchterlich viel Spaß haben. Oder ob ich eine Supermoto oder was weiß ich, irgendein ganz krasses Leichtbaumotorrad habe, was 130 PS wiegt,
130 Kilogramm wiegt, da kann ich mit 50 PS sehr wohl sehr viel Spaß haben. Also das ist auch so eine Sache, also ihr merkt schon, dass es nicht nur sehr windig ist hier heute, meine Güte, ey, ist das ein Lärm hier unterm Helm, sondern dass es eben auch gar nicht so leicht ist, das zu beantworten. Ich kann dir mal meine Meinung, meine persönliche Einschätzung sagen, für ein, ich sag mal, Allerwelts-Motorrad. Das ist vielleicht auch noch ein vierter Aspekt, ja, das nehme ich nochmal vorweg, ein vierter Aspekt. Reden wir jetzt eigentlich von einem Motorrad, das ich als Allrounder benutze, also wenn ich nur ein Motorrad habe, oder reden wir davon, dass jemand vielleicht vier Motorräder in der Garage hat und für jeden Einsatzzweck oder ja, je nach Gusto, wo er gerade Bock drauf hat, unterschiedliche Motorräder, dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Ja? Also wenn ich jetzt schon ein Sport oder sowas hier habe, ein Crossover, ein sportliches Motorrad mit 126 PS, dann brauche ich davon nicht noch eine zweite in der Garage. Da würde ich dann lieber einen alten Klassiker oder ein Retro-Bike haben, vielleicht so eine Enfield oder sowas mit weniger PS. Aber wie gesagt, jetzt will ich erstmal so tun, als ob wir alle nur ein Motorrad haben. Wie das dann aussehen würde. Wenn das so bei mir so wäre, dann würde ich für mich persönlich sagen, ich möchte gerne ein Bike haben, was, also Pi mal Daumen jetzt plus minus null, 100 PS hat und 100 Newtonmeter Drehmoment. Das ist für mich nicht die goldene Mitte, sondern das ist für mich mehr als die goldene Mitte. Das ist für mich eine super ausreichende Leistung. Ich finde nämlich alles darüber, was darüber hinausgeht, für den Normalo-Einsatz, so auf der Landstraße, auf Touren oder so, oder halt auf dem Weg zum Bäcker, finde ich in der Regel overdone. Also 200 PS brauche ich definitiv nicht. Und ich brauche eigentlich auch nicht diese 126 PS, die ich jetzt hier habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Newtonmeter die hat. Ich glaube 105 oder so. Aber so 100 PS, 100 Newtonmeter finde ich perfekt. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass man mal einen flotten Stiefel fahren kann, wenn man will. Aber es ist halt auch nicht so super übertrieben viel Leistung. Und es ist natürlich dann vor allem auch mit Blick auf die Kosten, was die Versicherung angeht, noch einigermaßen erträglich. Und ja, insofern finde ich, das ist so ein, kann man sich gut merken, 100-100, und das ist auch ein guter Kompromiss. Vielleicht noch mal zu dieser Trennung Leistung und Drehmoment. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo sich die Geister scheiden. Oder wo viele Leute unterschiedlicher Meinung sind, ob Leistung, PS wichtiger sind oder das Drehmoment. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht schaden kann, wenn eine Maschine Drehmoment hat, sodass man sie halt schaltfaul fahren kann, sodass sie halt von unten schön nach oben kommt und so weiter. Ich kann das ja hier jetzt mal zeigen. Ich bin jetzt im fünften Gang auf meiner Tigersport, wenn ich hier Gas gebe, oh, dann passiert sofort was. Also das ist schon sehr angenehm, und das ist natürlich bei Motorrädern mit, also bei so einer, keine Ahnung, 400er oder auch bei einer 500er Einzylinder, Zweizylinder oft einfach nicht der Fall. Die haben halt ganz wenig Drehmoment, nur was weiß ich, 40 Newtonmeter oder sowas, und das ist dann schon ein bisschen nervig. Also gerade wenn man dann zu zweit fährt oder mit oder ohne Gepäck, also mit Gepäck meine ich, und zu zweit. Und wenn man da mal überholen muss in den Alpen, irgendeinen lahmen Laster oder so, dann ist das schon echt scheiße, wenn man da so wenig Drehmoment hat. Bei der Leistung ist es ein bisschen was anderes. Leistung hat man ja vor allem in höheren Drehzahlbereichen. Also jetzt zum Beispiel so, jetzt fahre ich 5000 und jetzt merke ich, dass der Motor langsam wach wird. Oh, schon sehr, sehr wach. Hallo, wach. Ja, okay. Lassen wir mal schön, sonst hört ihr mich gar nicht mehr. Also bei der Leistung ist es eben so, da gibt es natürlich Motorräder, wo die Leistung eher sehr spät anliegt. So Supersportler beispielsweise haben ja manchmal die Leistung erst so bei 10.000, also die maximale Leistung, und haben dann auch oft die Angewohnheit, dass die eine, wie soll ich sagen,
eine gut spürbare Leistung auch erst sehr, sehr spät anliegt. Also mit anderen Worten, die Dinger muss man einfach immer drehen, wie so ein Weltmeister. Und das finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, da bin ich nicht so ein Fan von. Also klar, wenn ich auf der Rennstrecke bin, ist mir das natürlich egal. Da drehe ich ja sowieso wie so ein Idiot. Aber wenn ich eben zum Beispiel auf Natur fahre, wenn ich eine Tour mache mit Freunden, da will ich nicht immer... Will ich nicht immer bei 6000 und höher rumorgeln, sondern da will ich mal ganz gechillt, so wie jetzt, im vierten Gang bei 3000 durch die Gegend fahren. So, und das muss dann auch funktionieren, wenn ich da mal überholen will. Und das ist eben, ja, bei, wie gesagt, bei einigen Motorrad- oder Motorgattungen, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, ist es A schwierig und B ist es natürlich auch tatsächlich schwierig, wenn ich jetzt eine Enfield Himalaya, die alte, habe mit 20 PS. So, da darf man sich einfach nichts vormachen. Da wird es dann einfach schwierig. Ich habe eben schon noch eine Sache genannt, die man eben auch bedenken muss, nämlich fahre ich halt alleine oder fahre ich zu zweit? Das ist sicherlich auch wichtig. Das geht so ein bisschen in diese Fragestellung, wie schwer ist das Motorrad? Letztendlich hat das dann ja auch Auswirkungen auf das Gesamtgewicht der Maschine. Oha, oh ja, auch herrlich. Ja, und dann gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Also ich erwische mich häufig bei unseren Tests, gerade wenn wir so kleinere Maschinen testen, dass ich dann ganz schnell dabei bin zu sagen, also bei A2-Bikes beispielsweise passiert mir das ständig, dass ich sage, ach Mensch, eigentlich reicht das doch. Eigentlich ist diese Maschine wunderbar, so wie sie ist. Sie fährt fluffig, sie ist schön leicht. Und da reichen dann auch 48 PS oder 45 oder was sie da so haben. Oh, ist heute, glaube ich, was los in der Kirche in Colmar. Ja, das ist so, das stimmt. Aber, jetzt kommt das große Aber, Leute, und da sollte man vorsichtig sein. Das ändert sich häufig mit der Zeit. Also, bei mir ist es zumindest so. Ich hatte selbst auch schon... Maschinen mit 50 PS ungefähr, wo ich immer dachte, geil, das reicht mir, hat es auch, aber leider nur 2 Wochen. Und dann war irgendwie die erste Euphorie über die schöne Optik oder über sonst was, keine Ahnung, dass die so leicht ist und sich so gut rangieren lässt und so weiter, war dann irgendwie verflogen. Und dann habe ich dann doch irgendwie meistens diese Maschinen wieder verkauft und mir dann leistungsstärkere Maschinen danach gekauft, weil ich dann leider doch zugeben muss, was ja auch nichts Schlimmes ist, Mann, so ein Dreizylinder hier mit 125 PS und mehr, das bringt auch schon mal Spaß. Ja? Also da mal am Hahn zu drehen, das ist schon dann ein anderer Schnack. Und ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann geht nicht nur mir das so, sondern dann geht das einigen so. Ich weiß noch, Stefan, der ja früher mit uns zusammengearbeitet hat, der hat das eigentlich immer gesagt. Der hat immer gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich will euch da nichts vormachen, ich brauche Leistung. Weil wenn ein Motorrad keine Leistung hat, ist es für mich kein Motorrad, beziehungsweise dann fehlt für mich einfach diese Faszination, am Hahn zu drehen. Und das geht nicht nur, oder das ging nicht nur Stefan so, Volker ist da auch so ein bisschen, wobei, ne, Volker ist ja auch ein Mofa-Fan. Aber das ist dann halt was anderes. Also Mofa fahren oder so alte 50er fahren und Motorrad fahren sind zwei ganz andere Paar Schuhe. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, dass viele Leute sagen, irgendwie ein bisschen Leistung will ich schon haben. Und mir geht es halt auch so. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diese 100-100-Regel ist für mich eigentlich ein sehr guter, ja, Kompromiss oder ein Ansatz zumindest, um dieses Thema zu beleuchten. Ja, was könnte man noch zum Thema PS-Waren anmerken? Natürlich das Thema Unfallsicherheit. Ja, Leute, ich weiß, ihr könnt es nicht hören, aber das muss jetzt auch sein, wenn wir schon über PS-Waren sprechen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also es ist einfach so, dass Motorräder, die mehr Leistung haben, gefährlicher sind. Also natürlich nicht per se, aber es ist einfach so, sagen wir mal durchschnittlich, wenn man sich die Unfallstatistiken anguckt, dann gibt es da schon einen Zusammenhang zwischen Leistung der Maschine und
der Anzahl der Unfälle. Das liegt natürlich am Ende immer an den Fahrern, aber es ist einfach so, so eine Maschine mit so viel Leistung wie die hier zum Beispiel, die verführt auch dazu, schnell zu fahren, ob man will oder nicht. Jetzt mag man einwenden und sagen, ja, kann ja sein, aber muss ich ja nicht. Ja, stimmt, macht man aber. Also, oder machen viele aber. Ich will das nicht jetzt pauschalisieren. Es mag den einen oder anderen disziplinierten Fahrer geben, der das quasi unterdrücken kann. Aber ich glaube, bei vielen ist es einfach so, wenn man diese Leistung hat, dann will man sie auch mal ausfahren, weil es einfach so einen Bock bringt. So, insofern ist das sicherlich auch noch ein Aspekt, den man bedenken sollte. Ja, ich will es da mal bei belassen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich alle meine Gedanken, die ich vorhin im Kopf hatte, hier auf Papier gebracht habe. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Helft mir bitte dabei. Schreibt bitte selbst noch Dinge, die euch dazu einfallen, in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach mal sagt, wie viel Leistung ihr für euch so braucht, damit ihr euch wohlfühlt. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit diesem Vlog Teil 2. Ich weiß nicht, wann ich den dritten mache. Noch ist das Wetter gut, aber ich glaube, wir haben jetzt Ende September, das ist der 30. Und das wird sicherlich bald demnächst den Bach runtergehen mit dem Wetter. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ciao.